Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal ein kleines Video über die Sammlung und über die Bahn. Ja, legen wir mal los. Hier habe ich so viele Carrera-Sachen. So alte Carrera-Kassetten hat es damals gegeben. Slot Racing Quartett. Ja. Franzka Electrix Audi mit der Unterschrift von Walter Röhrl. Der wird natürlich nicht gefahren. Ja, über die Seite habe ich schon ein Video gemacht. Das sind lauter so Revell Editions. Rebuslot Toyota 1 GT1. Ah, sehr schön. Ja, Batman kennt jeder. Den Kollegen kennt auch jeder. Ja, das ist meine Werkstatt. Eine kleine. Das ist eine Holzbahn, da sind wir früher gefahren. Die ist im Allgäu gestanden. Das sind auch ein paar so Slotcar-Exoten. Das ist meine Baustelle, das ist noch alles zu machen hier. Das sind ein paar meiner Controllers. Dann geht es da oben weiter mit Carrera. SCX-Ecke. Da haben wir so Fly-Fahrzeuge, also lauter BMW M1. Und dann Ninko und Stotted. Das sind so Boxen von Fly. Das glaube ich war mal so ein Präsentationsmodell von Carrera. Ja, dann geht es da drüben weiter mit allen möglichen. Viel Ninko. Wieder SCX, jede Menge. Da hinten habe ich ProSlot Autos. Ja, und das sind dann so Grundpackungen von verschiedenen Herstellern. Oder so Rennen, ja, oder Rom-Kontrollturm haben die geheißen früher da. Märklin Sprint, Herpa,
von der Prefa-Autorennbahn was. Zeitmessung. Das ist die Bahn, die kennt ja schon jeder. Flutlichter von Carrera aus den 1970ern. Ja. Das ist noch aus dem 3D-Drucker. Ja, da drüben steht auch noch ein bisschen was. Flipper. Ist auch noch so eine kleine Sammlung da. Ja, dann geht es da oben weiter. Da steht auch alles querbeet, alles Mögliche gemischt. Ich hoffe, das geht einigermaßen mit dem Licht. Hier so die Gulflackierungen. Da unten sind dann meine Fahrautos. Halt. Ja. Da oben habe ich dann noch Fly-Slot gehabt. Ja. Seit neuestem bin ich ja vom H0-Slot Racing ein bisschen angetan. Das ist da unten, so eine kleine Bahn. Na gut, glaube ich, sind wir mal ein ringsrum. Ja, war ganz schön lange. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
mal zu sehen, wo die Videos hier entstehen. Alles klar, dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.